Wir haben letztes Jahr 18 neue Shows gestartet. Viele von denen sind das, was man in der Kreuzfahrtindustrie was man kennt, Musical-ähnliche Shows sozusagen. Wir haben aber neue Genres eingeführt, also zum Beispiel das Thema Audience Participation. Das heißt, wir haben festgestellt, wir hören sehr viel auf das, was unsere Gäste sagen, und haben festgestellt, die Gäste wollen nicht mehr nur sitzen und von vorne was geboten kriegen, die Gäste wollen mitmachen. Klingt ein bisschen undeutsch im ersten Ansatz, ist es aber nicht. Wir haben zwei von diesen Formaten letztes Jahr eingeführt. Bombenerfolg. Also 18 neue Shows, habe ich schon gesagt. Unter anderem auch Fernsehformate, The Millionaire und The Voice und so, haben wir schon ein bisschen länger am Start. Wir haben jetzt mit der Pyramide angefangen. Freue ich mich sehr drüber. Sie kriegen neu dazu in 2017 die Küchenschlacht. Eignet sich ideal, um es auf der Bühne mit Gästen zu machen. Das Glücksrad kommt zurück. Wir kümmern uns an Bord auch zum Beispiel um körperliche und mentale Fitness. Und wir haben einen ersten Gast, der sich genau darum kümmert, bei uns an Bord. Das ist ein sehr, sehr bekannter Coach, der also auch Profisportler coacht, aber auch zum Beispiel unsere Gäste. Und das ist Dr. Pedro González. In meinen Workshops geht es um das Thema Functional Training. Das ist also letztendlich ein Training mit dem eigenen Körpergewicht. Man braucht keine Hanteln, keine Geräte. Egal, ob das Ziel vielleicht die Gewichtsreduktion ist oder die Teilnahme an einem Marathon oder ähnliches, glaube ich, dass wir Menschen auf jeden Fall Ziele brauchen. Und Sport ist ein sehr schönes Vehikel, diese Ziele umzusetzen. Es gibt Vorträge zu den Themen Ernährung, Sport, Gesundheit, ganz allgemein, aber auch sowas wie Stressmanagement, wie hängt das alles zusammen. Es gibt die Workshops, wo die Gäste eben mitmachen können, also die sind auch von einfach auf schwer in drei Stufen aufgeteilt. Es gibt sogar Workshops für unsere Kinder oder Teens. Wir haben gerne auch Vorbilder, denen wir nacheifern. Welche prominenten Tänzer werden bei uns an Bord sein? Also Kollege Lambi war schon an Bord. Wir haben Massimo Sinato zum Beispiel da gehabt. Wir haben den Christian Pollanz gehabt. Christian Pollanz kommt sicher auch wieder. Und siebenmal, glaube ich, inzwischen Mozzi Mabuse. Und brandheiße Nachricht, auch im nächsten Jahr wird sie natürlich wieder dabei sein. Das ist immer ein Riesenspaß. Und natürlich, jemand hat aus dem Fernsehen, den man kennt und so, das ist dann nochmal, das ist dann sozusagen doppelt so toll. Es ist ein schöner Abend, alle tanzen tatsächlich und alle haben Spaß. Wir freuen uns auch sehr darauf, endlich mal eine kleine Show aufzuzeigen. Genau. Wir haben beide schöne Tänze vorbereitet. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön. Bis bald. Das ist eine weitere Facette. Prominente lesen auch bei uns an Bord. Das heißt, du gehst in Urlaub und brauchst nicht mal lesen, dir wird vorgelesen. Ja, im nächsten Jahr werden wir Elisabeth Herrmann an Bord haben, Hera Lind werden wir an Bord haben, Hubertus Meyer-Burkhardt kommt wieder im Herbst, Bettina Tietjen wird da sein und Birgit Schrowangel. Herzlich willkommen. Ja, ja. Vielen Dank. Sprechen wir ein bisschen über das Thema Kreuzfahrt. Du bist ein Kreuzfahrt-Fan, ne? Ich bin totale alte Kreuzfahrerin. Ich war auch schon mehrmals auf der AIDA. Was wirst du denn bei uns an Bord machen? Ich werde lesen. Ja? Aus meinem eigenen Buch werde ich lesen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, schon vor 2 Jahren. Eine Mischung zwischen Biografie und Mutmachbuch für Frauen. Ich denke mal, hier sind auch sehr viele Frauen an Bord. Aber natürlich sind die Männer auch herzlich willkommen, können alle noch was lernen. Und ich werde wahrscheinlich auch für die Kinder lesen. Und ich freue mich sehr darauf. Erzähl doch mal, was du machst. Ja, mittlerweile lebe ich wirklich nur noch von der Musik. Also ich bin Sängerin, Songwriterin und alles, was letztendlich dazugehört. Also viele Tourneen und auf der AIDA eben Workshops mit Kids und Teens. Das heißt, wir haben ein mobiles Tonstudio dabei, wo die Kids wirklich das Hauptziel ist wirklich, ihre Stimme kennenzulernen. Also es geht gar nicht darum, irgendwie Erfahrungen haben zu müssen oder was mitzubringen, sondern wirklich Spaß an der Musik zu haben und ihre Stimme kennenzulernen. So, ansonsten, was die Familie betrifft, wir haben auch 2017 wieder ganz, ganz viele Familien-Specials. Wir haben Fußball-Freestyler an Bord. Was die mit dem Ball und was die Kindern in einer Woche beibringen, was man mit einem Ball machen kann, macht ihr euch keine Vorstellung. Aber sie lernen es auf jeden Fall und das Ganze in einer Woche, nehmen das mit nach Hause und haben tatsächlich was fürs Leben mitgenommen, was das Beste ist, was einem passieren kann. Wir haben so 120 und manchmal ein bisschen mehr Gastkünstler an Bord. Musikshow, Comedy, Zauberei, alles das, was so dazugehört. Travestie, Akrobaten und Mentalmagie. Sie glauben, Sie sehen eine Zaubershow oder einen Hypnotiseur, der Sie gleich zum Schlafen bringt, aber das ist ein Mischmasch aus mehreren Elementen, also aus Körpersprache, NLP, also neurolinguistisches Programmieren, Suggestion. Ich mache nichts Paranormales, aber es hat den Anschein, dass mein Gegenüber den Eindruck hat, dass ich genau das kann, womit er gar nicht rechnet. Und wenn wir unseren Horizont erweitern und uns einfach ein bisschen öffnen, dann werden wir Dinge sehen, die wir so noch nie gesehen haben.